Wusel und ich wollen gemeinsam bei The Wuz of Germany mitmachen. Aha. Willst du jetzt mal singen und der Jurymaster 3001 bewertet dich? Nichts lieber als das. Mach dich bereit für Gänsehaut pur. Na, hoffentlich geht nicht wieder alles kaputt. Super, Wusel. Wahnsinn. Du musst gar nicht singen. Jeder weiß, dass du der beste Sänger der Welt bist. Was? Wusel, was hast du mit dem Jurymaster gemacht? Was denn? Er wird doch wohl noch mal seine eigene Meinung sagen dürfen. Ach ja? Und warum sagt er, dass du super singen kannst, obwohl du in Wirklichkeit noch viel toller singst? Wo habe ich das denn gesagt? Vielen Dank für das Kompliment, Simon. Das ist ausgesprochen nett und ehrlich von dir. Ja, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, deine Stimme, die klingt, als würdest du Gold und Diamanten in Gesang umwandeln. Das wollte ich auch nicht sagen. Ach, Simon, hör doch auf. Ich werde ja schon ganz lila. Du hast irgendwas mit dem Jurymaster gemacht, dass man nicht mehr sagen kann, wie super du singst. Ich meine, wie toll, wie schön, wie fantastisch. Irgendwas. Deine Stimme klingt furchtbar schlimm, ganz entsetzlich, grauenvoll und fürchterlich. Entschuldigung, das musste mal raus. So, ihr Hampelmänner, jetzt passt mal auf. Hey, wie redest du denn mit uns? Genau. Ich sag euch jetzt, wer hier am besten singen kann. Ja, ich. Nein, ich. Hey, wir wollten noch zusammen singen. Ach so, ja, stimmt. Ruhe! Am besten singen kann. Und bei The Wuz of Germany gewinnen wird. Jetzt mach's nicht so spannend. Hä? Das Ergebnis... Na? Jetzt sag schon! ...verkünde ich... Jetzt! Am besten singe ich! Du? Ein Saal mit einem klassischen Orchester kurz vor Konzertbeginn. Das Orchester stimmt seine Instrumente. Dann kommt der Dirigent und hebt den Taktstock. Diese Musik, die jetzt erklingt, nennen wir klassische Musik. Als die bekanntesten Stücke der Klassik entstanden, gab es noch keine Smartphones, CD-Player oder Kopfhörer. Wer sie hören wollte, ging in ein Konzert oder spielte selber ein Instrument. Klassische Instrumente sind zum Beispiel Geigen, Cellos, Blasinstrumente aus Holz und Metall, die Pauke und der Flügel. Es gab damals auch schon richtige Superstars. Das waren die Komponisten, also diejenigen, die sich die Musik ausdachten. So sehen sie aus und so klang ihre Musik. Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach oder Ludwig van Beethoven. Beethoven war in seinen letzten Lebensjahren gehörlos und hat trotzdem weiter Musik komponiert. So sicher war er beim Lesen und Schreiben von Noten. Doch er konnte sich nur noch vorstellen, wie seine eigene Musik klang. Diese Komponisten schufen Musik, die auch heute, hunderte Jahre nach ihrer Entstehung, noch sehr oft gespielt wird. Allein von Mozart sind über 1000 Kompositionen erhalten. Auch wenn viele dieser Musikwerke schon sehr alt sind, macht es immer noch Spaß, ihnen zuzuhören. Beispielgefällig? Bitteschön. Ein Ausschnitt aus Joseph Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag. Angeblich wollte er damit eingeschlafene Konzertgänger wieder aufwecken. So, wer Lust hat, kann sich jetzt gleich noch mehr von meinen Videos angucken. Oder ihr schreibt mir einen Kommentar, wie ihr die Sendung findet. Eure Kommentare könnt ihr gleich da unten eingeben, da wo meine Füße sind. Das kitzelt ja. Hört auf, ihr müsst warten, bis ich nicht mehr auf den Kommentaren stehe. Sonst muss ich die...